Und die Pünktchen sehen aus wie so Marshmallows. Marshmallows? Die schwarzen? Ja. Voll abgerätelt. Dann wollen wir schauen, wer am schnellsten auf der anderen Seite ist. Mega geometrisch. Wie du gesagt hast. Na, wie Wasser. Ich bin Kerstin. Ich bin Großmutter von Dries. Ich heiße Dries. Ich bin 9 Jahre alt. Am Anfang, als ich ins Raum gekommen bin, habe ich es fast nicht gesehen. Wir haben so eine Glasvitrine mit so geometrischen Glasflächen. Und es ist sehr so abstrakt eigentlich, weil du siehst dich einfach mega viele Mal. Von allen verschiedenen Seiten sieht es wieder anders aus. Und es ist recht luftig halt. Und das Glas ist so dick, so schwer. Ich finde schön, die Bilder, ein Bild hinten dran, dass es längliche spiegelt sich dort drin und dann siehst du mega viele Farben. Das sind grosse Glasplatten, die quer, immer ganz genau abgemessen. Unten dran gibt es so ganz kleine Füße, die das heben. Das finde ich recht beeindruckend. Das sind etwa 8 Füße, die das heben. Und das ist mega schwer, das Ding. Ja, Schwere von diesen riesigen Platten, das ist sicher ein schweres Kunstwerk. Das Kunstwerk in die Lüfte aufstellen, weil es ist so windig für mich. Es geht wie durch das Glas. Wenn du einen Windstoß kommt, dann schüttelt es das um. In der Natur ist das sicher wunderschön. Oder manchmal schaust du halt so in die Wolken auf und denkst, was für Figuren das da oben sind. Und dann kann man vielleicht auch durchlaufen. Für mich ist es keine Kunst, aber etwas Abstraktes als Kunst. Es ist Kunst für mich. Es ist nicht. Bilder sind nicht. Natürlich kann man es nicht aufhängen oder daheim aufstellen. Aber Kunst ist es. Einfach. Und ich finde es eigentlich toll, wenn es so einfache Sachen sind und nicht und dann gut aussehen halt. Und am schönsten vom Quer, dann ist alles Milchstrasse. Sag mir Milchwand, tschüss. Ja, Milchwänder und nicht Milchwand. Jetzt bist du wieder Besserwisser. Wie viele Wänder sind es jetzt gewesen? 12? Ja, 12. Ja. Kann ich zählen. 12 Glas. Also wenn ich nicht voll zählt, dann ja.